genau zu yeah. Ossi. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2 The Emerald. Ja, ich habe mal wieder was für euch zusammengekartet, unter anderem richtig geile Aufnahmen von Anon, von XInf und auch von mir. Wir haben tatsächlich 4 verschiedene Zodiac-Waffen mit 9er Versuchen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Eigentlich sollte das Video schon gestern online kommen, aber ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, weil Steuern und so weiter, der ein oder andere wird Bescheid wissen, heute muss man die Steuererklärung abgeben. Und ich muss jetzt heute nur noch mal drüber gucken und dann ist alles okay. Hab schon mal drüber geguckt, aber Double Check und so, ihr wisst schon Bescheid. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal an. 3, 2, 1, let's go. Wir haben hier den Bogen, den wir in der 3. Folge oder so bekommen haben. Da müsste jetzt noch ein 6er, 7er Boni drauf, der ganz okay ist. So Leute, für die Transparenz hier kurz mal aus dem Edit. Und zwar habe ich ziemlich viele Segnungen für diesen Bogen gebraucht und es kam einfach nichts drauf. Irgendwann kam noch was drauf, werdet ihr jetzt gleich sehen. Aber das hätte man auch switchen müssen, wenn das nicht ein Bogen für ein Band gewesen wäre. Ein Metinstein. Ein Metinstein. Ich glaube, das langt uns erstmal. Ein Metinstein ist gut, weil dann ist auch im Band ein Metinstein. Man könnte allerhöchstens auf 2 gehen. Und ob sich das so lohnt, keine Ahnung. Aber ein Metinstein sollte jetzt erstmal lang. Es geht weiter mit einem kleinen Weltboss-Update. Wir sind momentan tatsächlich in Gelben. Platz 1, das war gar nicht so unsere Intention. Wir waren sehr oft da, weil wir einfach gesagt haben, hey, wir wollen den Doppeldrop-Buff haben und die Tigermünzen bekommen. Und dementsprechend haben wir natürlich auch gut Punkte bekommen, waren wir aber auch fleißig. Es war nie unsere Intention, Platz 1 zu bekommen, aber wenn wir die Chance haben, dann werden wir es auf jeden Fall auch nutzen. So Leute, wir sind in der absoluten Highlight-Aufnahme dieser Folge und zwar werden wir versuchen, den Zodiac-Bogen plus 9 zu haben. 46 DSS hat das Ding. Das heißt, es wäre ein dicker, dicker Meilenstein. Wenn das Ding funktionieren würde, dann könnten wir das ins Band hauen und so weiter. So, Mondstein haben wir, Schatullen haben wir und jetzt haben wir den Abversuch. Ach, das wäre mein erster Abversuch hier auf diesem Server plus 9 mit Zodiac und so weiter. Wir schauen einfach mal. Tu es, Junge, ich guck nicht hin. 3, 2, 1, tu es bitte. Es wäre big. Drachengott, gönn mal. Tu es. Na. Also was Appen, Alchi und so weiter angeht, dieser Server gönnt uns überhaupt nicht. Müssen wir dranbleiben. Was willst du machen? Ich mache einen kurzen Cut. Bis gleich. Im ersten Part habt ihr schon gesehen, wir haben verzaubert auf die Dolche. Und ja, ihr habt jetzt gesehen, einmal hat es geklappt, zweimal hat es geklappt. Hier noch ganz kurz, geil, wir haben diesen Blitzboden hier bekommen. Der ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich weiß gar nicht, was da der Cooldown ist. Irgendwie so 10, 15 Sekunden oder so. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ist aber sehr interessant und macht auch guten Damage, das auf jeden Fall. Zurück zu der Verzauberung. Plus 2 ist die und wir haben plus 2 Eis. Das ist natürlich legendär. Haben nicht mal dafür irgendwie gut AW dazu bekommen oder so. Einfach Driss. Naja, Tapferkeitsmedaillen haben wir gefarmt hier in diesen Gildenrand. Ich glaube, den kennen viele Leute noch gar nicht. Aber ja, da kann man gut Tapferkeitsmedaillen farmen und so weiter. Man muss natürlich eine Gilde haben, die Level 21 ist, meine ich, um überhaupt in den ersten Dungeon reinzukommen. Aber wenn ihr den hinbekommen habt, dann kriegt ihr ein paar Tapferkeitsmedaillen und könnt dann nochmal verzaubern. Wir müssen jetzt warten, bis die Gilde Level 24 ist, damit wir das wieder zurücksetzen können. Aber das wird irgendwann mal. So Leute, der Bogen ist jetzt doch direkt wieder auf plus 8 gegangen. Da können wir uns das natürlich nicht nehmen lassen. Hier nochmal einen 9er Versuch zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das ins erste Video reinschneide oder vielleicht sogar ins zweite oder so. So, zweiter Versuch. Waffe plus 9. Bitte, Drachengott. Wir haben jetzt auf verschiedensten Waffen, Anon hat eben gesagt, irgendwie 14 Versuche gehabt oder so auf plus 9. Eine könnte jetzt mal funktionieren. Bitte. 3, 2, 1, tu's. Erlösung. Oh mein Gott. Der Bogen 46 DSS ist plus 9. Leute, Meilenstein. Das Ding ist, wir haben noch kein Schulterband dafür, oder? Nee. Na. Ja gut, dann ist das vielleicht auch eine Aufgabe. Ey, aber ey, Zodiac-Bogen plus 9, 46 DSS.
Das klingt gut. Ich habe gerade ein gutes Gefühl, kann gleich pennen gehen. Ich mache einen kurzen Cut, bis gleich. Da der Server mittlerweile ein, zwei Wochen alt ist, sind natürlich die Pets, die man aufgemacht hat, auch mittlerweile ein, zwei Wochen alt und dementsprechend braucht man natürlich ein paar Pet-Fähigkeiten. Und wir haben ein paar Bücherkisten aufgemacht, beziehungsweise X-Impf und hat direkt einen Monsterjäger bekommen. Das ist auf jeden Fall ein dicker, dicker Meilenstein, ein dicker, dicker Meilenstein. Berserker und so weiter bekommt man auf jeden Fall hin, aber Monsterjäger ist super selten. Von daher können wir uns da auf jeden Fall sehr, sehr glücklich schätzen. Ihr habt ja eben auch gesehen, wir haben schon ein paar andere Pet-Bücherkisten aufgemacht. Da mal auch Berserker und so weiter rausbekommen, das kriegt man aber relativ easy hin. Aber Monsterjäger war ein dickes, dickes Ding. Ihr seht gerade, der ein oder andere plus 9er Versuch. Und hier die Waffe hammert, der erste ist fehlgeschlagen und der zweite ist auch fehlgeschlagen. Was willst du machen? So Leute, wenn man kein Band hat, dann muss man entweder eins machen oder eins kaufen. Wir werden jetzt in diesem Fall eins kaufen. 19% für 10 Wonnen ist eine ganze Menge, aber ja, Königsband halt, ne? Sieht geil aus, will man haben. Zack, da ist es gekauft und jetzt müssen wir noch den Bogen reinziehen. Kurzer Cut. Eben noch angesprochen, jetzt ist es soweit, wir entwickeln das Pet und das heißt natürlich auch, dass wir die Fähigkeiten einsetzen können. Monsterjäger, Bersi und Drill natürlich. Das Ganze nicht auf dem Sucher, sondern auf dem Ninja, damit der schön Melee farmen kann, eventuell bei Tydra und so weiter. Der Ninja hat sowieso super große Fortschritte gemacht. Wenn ihr dazu mal ein Update haben wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und jetzt kümmern wir uns Schulterband. Let's go. So Leute, und jetzt ist es soweit, wir werden den Bogen in das Band reinhauen. Zack, zack. Ja, und das ist das Endergebnis. 8 DSS, das wird noch verbessert werden, wenn wir halt das Band ein bisschen höher haben. Dann haben wir 92 bis 130 AW. Noch ein paar andere Sachen. Ja, Eis und so und Methiden. Ne. Es ist halt ein Serverstart. Ne? Das ist jetzt nicht das Maximum, was man rausreißen könnte, aber es ist das Maximum, was wir jetzt gerade rausreißen könnten. Und von daher würde ich sagen, jetzt wird das Band hergestellt. Ja, ich bin bei sowas immer so unsicher. Da ist es aber passiert. Zack, und wir haben jetzt hier noch so ein Crap-Band, was wir irgendwie am zweiten Tag oder so hergestellt haben. Und können das noch verbessern, beziehungsweise nutzen, um das Main-Band zu verbessern. So, komm schon, gönn 24%. Tu es. 19. Naja, okay. Was willst du machen? Das ist ein dicker, dicker Meilenstein. Ja. Da können wir uns nicht beschweren. Kurzer Cut. Ja, Leute, da befinden wir uns auch schon am Ende des Videos. Wir haben jetzt hier den Razzador noch ein bisschen geswitcht gehabt. In der Hoffnung, da irgendwie ein hohes Pet-Level zu bekommen. Leider noch nicht so ganz funktioniert, aber es ist auf jeden Fall was, wo wir dranbleiben können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne bewerten, gerne einen Kommentar schreiben. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.